Hallo und herzlich willkommen im Autocenter Motor. Mein Name ist Marcel Garwart, ich bin der Geschäftsstellenleiter. Und im Folgenden möchte ich kurz per Videobotschaft über den aktuellen Stand der Corona-Krise und der Situation in unseren Autohäusern berichten. Aktuell sind wir mit unserem kompletten Team für Sie da, auch und unter besonderer Beachtung der Hygienevorschriften. Alle Ansprechpartner für Verkauf, Service und Werkstatt sind vollständig zu erreichen. Die Rahmenrichtlinien im Umgang miteinander werden bei uns streng kontrolliert und überwacht. Und wir versuchen, der ganzen Corona-Geschichte entsprechend mit Weitblick vorauszusehen. Daher haben wir für Sie auch besonderen Service eingerichtet. Wir bieten Ihnen kostenlosen Hol- und Bringedienst an, in Verbindung mit Ersatzmobilität, und werden im Folgenden dauerhaft über den aktuellen Stand in den Autohäusern berichten. Wir sind gut aufgestellt, wir erfüllen alle Hygienevorschriften und werden besonders die kontaktlose Fahrzeugübergabe überwachen in unseren Autohäusern. Sie sehen hier im Bild eingeblendet eine aktuelle Festnetznummer, worüber Sie sich über alle Sachen informieren können, wo Sie Kontakt aufnehmen können mit den einzelnen Ansprechpartnern, Betriebsleitern oder Fragen rund ums Auto beantwortet bekommen. Außerdem haben wir eine zusätzliche Mobilfunknummer eingeblendet, die Sie auch gleich hier im Spot sehen werden. Dort werden alle wichtigen Sachen per Mobilfunk, per WhatsApp beantwortet. Terminvergaben, Terminerweiterungen, Fragen zur Zulassung etc. pp. Weiterhin eine extra E-Mail, anfrage@motor. Dort können Sie alle Fragen per E-Mail stellen auf kontaktlosen oder kommunikativen Wege. Wir werden Sie sofort darüber informieren, wir werden Ihre E-Mail sofort bearbeiten und Ihnen die notwendigen Informationen geben. Auf unserer Homepage finden Sie alle aktuellen Ansprechpartner, alle Termine, die wir aktualisieren, und auch unsere Notrufnummern, unsere 24-Stunden-Hotline und alle Ansprechpartner, die Ihnen auf diesem Wege helfen werden. Weiterhin das Mittel Facebook oder Twitter, dort können Sie jederzeit Informationen abrufen, uns folgen und sich über den aktuellen Stand in den Autohäusern ein Bild machen. Alle anderen Veranstaltungen wurden vorerst erstmal abgesagt. Wir werden Sie weiterhin darüber informieren, wann Veranstaltungen nachgeholt werden, ob sie nachgeholt werden. Auch die Sache ist für uns momentan schlecht nachvollziehbar, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten und wünschen Ihnen vor allen Dingen viel, viel Gesundheit und scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Vielen Dank.